abholen hier irgendwo. Theo sehe ich schon. Wunderbar. Und die anderen sehe ich auch schon. Genau, die machen sich bereit. Also es geht um Bitcoin, es geht um Kryptowährungen, es geht um die monetative Geldschöpfung. Und es wird bestimmt eine spannende Diskussion werden, weil das Thema einfach auch sehr spannend ist. Ja, hallo. Wir stehen ja hier schon seit 4 Jahren wegen Friedensmahnwachen und um den elementaren Zusammenhang zwischen unserem Geldsystem und den Kriegen herauszustellen. Das wird immer als Verschwörungstheorie hingestellt, ist es aber nicht, weil ganz elementar, ohne die Kriege, die jetzt im Moment geführt werden, wäre unser Geldsystem schon längst zusammengebrochen. Was wir haben im Moment, ist kein Kapitalismus. Wir haben Chiralgeldschöpfung. Das versteht heutzutage keiner mehr. Oder ganz wenige nur. Was ist eine Chiralgeldschöpfung? Dazu gibt es immer 3 Fragen, die ich stelle an die Leute. Was ist in Deutschland gesetzliches Zahlungsmittel? Bargeld. Wer gibt das aus? Die Bundesbank. Oder die Bundesbank für die EZB inzwischen. So, was ist Chiralgeld? Chiralgeld entsteht, wenn eine Bank einen Buchungssatz macht, soll anhaben, Forderung, Verbindlichkeit, einen Kredit vergibt. Dann entsteht Geld. Das ist ein ganz elementarer Fehler unseres Geldsystems. Eine Privatbank darf eigentlich kein Geld schöpfen. Das darf nur die Bundesbank. Aber sie macht es trotzdem über die Chiralgeldschöpfung. Das ist nicht gesetzlich geregelt. Man kann auf die Seite der Bundesbank gehen, kann man machen, da gibt es Schulungsbriefe, da steht es drin. Was ist die gesetzliche Grundlage der Chiralgeldschöpfung? Es gibt keine. Die Banken müssen sich nur an die Gesetze halten. Kreditwesengesetz und so weiter, Kapitalgesellschaftsgesetz, GmbH-Gesetz und so weiter. Da müssen die sich dran halten. Das muss man verstehen, das ist wie mit Physik und Chemie. Wenn man Elemententabelle kennt und das Atommodell, dann versteht man, was H2O ist. Und so ist das mit der Geldschöpfung, wenn man sich nicht ein bisschen damit beschäftigt. Ja, und Bayern schöpft auch Geld. Über Fußgelder, über Fußball. Ja? Jedenfalls muss man das verstehen und sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das funktioniert so. Unser jetziges Geldsystem funktioniert ja auch über dieses Zentralbanksystem. Das ging an mit der Gründung der UNO damals. Bretton Woods war wieder ein weiterer Schritt auf dem Weg dahin. Gründung der UNO. Mensch, halt doch mal die Schnauze. Wo war ich stehen geblieben? Chiralgeldschöpfung. So ist es, wenn man Faden verliert und rausgerissen wird. Nein, das versteht kein Mensch heutzutage. Wenn ich Leuten sage, Chiralgeldschöpfung, dann sage ich, was ist das? Buchgeldschöpfung. Wie gesagt, das steht auf den Seiten der Bundesbank, kann man das inzwischen sogar nachlesen. Es gab vor 20 Jahren gab es noch eine Diskussion zwischen Professor Dr. Bernd Senf und einem anderen akademischen Ökonomen. Der sagte, das stimmt gar nicht, die Geldmenge würde nicht erhöht, die Geldmenge wird erhöht. Ja? Ich war bei Gründung UNO, Gründung IWF, Währungsfonds. IWF ist keine ehrwürdige Organisation. IWF ist ein Mittel zum Zweck, nämlich der Umverteilung von unten nach oben. Was macht die IWF? Um bei der IWF dabei zu sein, brauchen die Leute dieses Reserve-System. Das heißt, ein Land, das keine Zentralbank hat, kann bei der IWF gar nicht mitmachen. Das muss erstmal eine Bank gründen, eine Zentralbank, das nach diesem Reserve-System funktioniert. Das heißt, das muss irgendwas eingelegt sein. Entweder Dollar oder Gold oder irgendwas anderes, damit ein Land für sein Land Geld herausgeben kann. Bargeld natürlich, ne? Nicht Chiralgeld. Chiralgeld machen die Privatbanken, aber das Bargeld, das Zahlungsmittel ist. Das ist das, womit man seit Gründung der IWF nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen alle Länder der Welt dazu gezwungen hat, dieses Reservesystem zu machen. Und was stellt die IWF noch für Forderungen, wenn ein Land einen Kredit will? Wie sind die Forderungen? Man muss sparen, privatisieren,
Und man muss zulassen, dass von außen Investitionen, also Investitionen von außen zulassen. Was heißt das? Das Land muss zulassen, dass Goldman Sachs in seinem Land eine Filiale gründet und Geld schöpfen darf. Was passiert denn dann? Goldman Sachs gründet eine GmbH, ne? Die dürfen ja GmbHs gründen. Ja? Eine juristische Person, die haben nichts miteinander zu tun, die haben nur Anteile daran. Das gehört denen halt. Aber ansonsten ist es eine andere juristische Person. Und die beschießt man dann mit Kredit. Man macht einen Buchungssatz, Forderung an Verbindlichkeit, die heben das ab und gehen einkaufen. Warum hat Nestle überall auf der Welt die Wasserquellen? Warum? Weil Goldman Sachs in dem Land ist. Jetzt muss man sich die Geschichte der Entkolonialisierung betrachten. Man hat gesagt, wir lassen die Länder in Freiheit. Gleichzeitig greift man aber die Basis der Gesellschaft an und sagt, ja wieso, du musst eine Zentralbank haben und du musst zulassen, dass Goldman Sachs bei dir Geld schöpfen darf. Das mussten die machen. Man hat die zwar entkolonialisiert, hat das Militär abgezogen, hatte sie sozusagen on the balls. Ja? Wie Daniel Ganser immer sagt, im Schwitzkasten. Und zwar komplett, seit 70 Jahren. Das System ist inzwischen so weit, dass es weltweit kein Land mehr gibt, das keine Zentralbank hat nach diesem Muster. Außer Nordkorea. Und Libyen wollte es auch nicht. Die haben gesagt, wir machen jetzt ein anderes goldbasiertes System. Na gut, Gold ist vielleicht auch nicht der richtige. Aber sie wollten was anderes machen, sind ausgestiegen. Dann gibt es das Ding, dann hat 1970... Ach so, genau. Dann hat man damals gesagt, okay, die Deutschen und die Franzosen und die ganzen Europäer, die haben den Dollar 4:1 getauscht. Das wurde festgelegt, fester Wechselkurs. Ich kann mich noch erinnern, wie damals in den 70ern eine Nachricht immer kam, ja, die Bundeskanzler hat Stützungskäufe getätigt, weil die haben jetzt natürlich Geld gedruckt haben wie die Weltmeister. Ja, so. Und jetzt will ich noch mal was sagen. Wenn hier auf der Welt Leute mit Dollarsäcken durch die Gegend laufen und Söldnertruppen anheuern, was hat denn das für eine Wirkung? Hier auf diesem Planeten laufen mehrere Dutzend oder mehr, über 100 Privatsöldnerarmeen auf die Gegend. Die ganzen Al-Qaida-Truppen und IS und was weiß ich, terroristischen Gruppen, auch in anderen Ländern, auch in europäischen Ländern, doch gar nicht mitgezählt. Es gibt unheimlich viele militaristische Gruppen und dazu noch das Militär. Und ich will eins sagen, jeder, der eine Waffe in die Hand nimmt, jeder, der Soldat wird, der tut es nicht. Für sich. Der tut es nicht für sein Kind. Der tut es nicht für seine Familie. Der tut es nicht für sein Land. Der tut es nicht für sein Volk. Er tut es für Interessen, die er nicht versteht. Er tut es dafür, dass die jetzt privilegierten Geldbesitzenden es weiterhin haben. Und das verstehen die nicht. Und deswegen brauchen wir neue Wege, Geld zu kreieren. Da gibt es einige. Da sitzen hier jetzt welche, die das können, die darüber reden wollen. Bitte schön. Sehr gut. Ist noch was? Guten Tag und vielen Dank, dass ihr alle da seid. Es ist heute die zweite Runde, Talkrunde, und diesmal ist das Thema Geld. Aber wie? Es ist ganz lustig, dass ich dieses Thema bekomme, weil eigentlich würde ich mich fragen, Geld, warum überhaupt Geld? Braucht man das überhaupt? Und gleichzeitig weiß ich, dass es schwierig ist, von 0 auf 100 ein System komplett zu verändern. Und deshalb brauchen wir Zwischenschritte. Und heute haben wir eine Runde, die uns manche Zwischenschritte zeigen möchte. Da wir nur eine Stunde Zeit haben, werde ich ganz diktatorisch die Gesprächszeiten auf 3 Minuten begrenzen pro Person. Ich habe meinen kleinen Laptop bei mir und dann kann ich stoppen und sagen Stopp. Und ich werde also manchmal die Leute unterbrechen, damit jeder zu Wort kommen kann und dass man ein bisschen von alles hört. Noch was möchte ich sagen, was ich glaube ich sich durchgesetzt hat in der Friedensbewegung, aber sehr, sehr wichtig ist zu verstehen, wir duzen uns alle. Der Grund, dass wir uns duzen, ist, dass das Sitzen ist eigentlich eine Form der Hierarchie, was in der Zukunft gesehen wird wie was Absurdes. Weil
wenn man genau beobachtet, wer sitzt wem und wer duzt wem, dann wird ganz klar, früher haben die Sklaven ihre Herren gesitzt und die Herren haben die Sklaven geduzt. Oder der Lehrer wird gesitzt und die Kinder werden geduzt. Das heißt, es geht immer um eine Hierarchiegeschichte. Und man versucht uns das zu verkaufen wie eine Respektgeschichte. Also man retuschiert es und sagt, ja, es geht um Respekt. Aber Respekt kann man ganz von anders bekommen, einfach nur durch Verhalten. Da brauche ich diese Sitzform nicht. Für mich, der Sitzform ist eine Form der Distanzierung. Ich will mit dir eigentlich nichts zu tun haben. Also ich trenne mich von dir mit der Sitzform. Mit der Duzform spreche ich mit einer Person auf Augenhöhe und möchte mich von dieser Person nicht distanzieren, nicht trennen. Und ich möchte mich von meinen Gesprächsgästen sicherlich nicht distanzieren, egal was deren Meinungen sind, weil wir eigentlich alle eine Familie sind und es geht darum, dass wir zusammen diese Planeten, die in erbärmlicher Situation ist, retten. Und da gilt es nicht, wer hat Recht und wer ist stärker und wer hat die bessere Rhetorik, sondern es geht darum, wie kann man konstruktiv zusammen suchen nach einer Lösung. Das heißt, auch wenn ihr euch nicht einig seid, ich möchte euch bitten, immer zu gucken, dass es geht um Verbesserungsvorschläge, einen Vorschlag und nicht darum, du bist doof oder es ist nur Halbwissen. Weil was ist Halbwissen? Gibt es auch vielleicht Viertelwissen oder Achtelwissen oder Neuntelwissen? Was ist Halbwissen? Wer weiß alles? Wer weiß alles? Ich weiß auch nicht alles. Also Halbwissen ist alles, was wir sagen. Es beruht alles auf Halbwissen. Und deswegen, wenn wir zusammen sind, können wir von diesem Halbwissen vielleicht ein Dreiviertelwissen machen. Okay. Also, heute haben wir Jens Böckefeld, wir haben Manuela Langer, Alex Quint und Volkmar Kreis. Und ich möchte die zwei, die da sind, besonders bedanken, weil sie erst gestern sich dazu bekennen haben zu kennen. Also es ist eine ganz spontane Entscheidung. Vielen Dank an euch beide erstmal. So. Und ihr habt euch selber positioniert, aber ich werde diese Reihenfolge nicht respektieren. Und ich möchte mit Jens anfangen für die Vorstellungsrunde. Und Jens, möchte ich dich mal fragen, dass du dich vorstellst. Du hast natürlich nicht länger als 3 Minuten, das weiß ich ja schon. Und meine bestimmte Frage an dich ist, woher holst du das Geld, womit du deine Coins kaufen kannst? Ja, ich bin Jens. Ich habe den YouTube-Kanal. Ist an? Okay. Ja, moin, ich bin Jens. Ich habe den YouTube-Kanal Große Freiheit TV. Also, ich war damals bei dem Mahnwacht aktiv in Hamburg. Ich habe da auch 2 Demos organisiert: Spiegel-Demos, auch mit Woiner. Hallo, Woiner. Woiner war da, hat Musik gemacht. Und ja, danach habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich aktiv werden? Habe dann meinen YouTube-Kanal aufgemacht, habe jetzt, ich glaube, 800.000, 900.000 Aufrufe, fast 10.000 Abonnenten. Und ich bin ein großer Fan von Bitcoin. Ich rede sehr viel über Kryptowährungen auf meinem Kanal, weil ich gehe mit dem konform, was Theo gerade gesagt hat. Der Staat sitzt mit den oder steigt mit den Bankern ins Bett. Sie haben ein Monopol auf das Geld. Die finanzieren eben Kriege damit. Die Banken, die Banker werden immer reicher. Die Politiker bekommen immer mehr Macht. Die Menschen sind diejenigen, die immer verlieren. Insofern, Bitcoin gibt die Kontrolle über das Geld zurück an die Menschen. Und das ist einfach das Tolle an Bitcoin. Keiner kann es stoppen, keiner kann das kontrollieren. Und deswegen, also nicht nur Bitcoin, sondern auch, es gibt ganz viele andere Kryptowährungen. Und da auch, wir werden ja gleich hier viele verschiedene Konzepte kennenlernen. Da sage ich auch, wenn jemand Vollgeld haben will oder ein anderes Geld, Kryptowährung gibt jedem die Möglichkeit, seinen eigenen Coin herauszubringen. Man muss halt einfach nur andere überzeugen, diesen Coin auch als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Früher war es ja auch so, früher haben die Leute mit Muscheln bezahlt oder mit Steinen oder mit Schweinebäuchen. Und so ist es heute auch mit Kryptowährungen. Man muss halt einfach immer dem Gegenüber davon überzeugen, dieses Geld zu nehmen. So, und du hast mich gerade gefragt, wo kriege ich meine Bitcoin her? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Nicht woher du deine Bitcoin bekommst, das bekommst du im Internet, sondern woher erwirtschaftest du das Geld, womit du deine Bitcoin kaufen kannst? Indem ich anderen Menschen diene, indem ich eine Dienstleistung oder ein Produkt herstelle, was andere wertschätzen und dafür bereit sind, mir Geld zu geben. Was ist das für eine Aktivität, Beschäftigung? Das ist Handeln, wenn Menschen
interagieren. Das heißt, der eine kann das gut, der andere kann das gut. Und natürlich kann man sagen, man kann klassische Tauschwirtschaft machen. Man kann sagen, okay, ich unterrichte deine Kinder für eine Stunde und du baust mir einen Stuhl dafür. Aber da hat man halt immer so dieses Tauschverhältnis. So, dann ist der Stuhl, da stecken vielleicht 30 Stunden Arbeit drin und Kinder unterrichtet werden, die müssen vielleicht nur 2 Stunden die Woche. Da hat man halt das Problem mit den Tauschverhältnissen und dafür gibt es halt als Tauschgutintermediär gibt es halt Geld. Du hast nicht beantwortet, was ist dein Beruf oder womit erwischt du dein Geld? Ich bin YouTuber und verdiene Geld mit Kryptowährungen. Ah, also das war die Frage. Also das heißt, dein Geld kommt aus der Kryptowährung, das heißt, du bist ein Spekulant. Ja, auf jeden Fall, ich hab investiert und ich kann da heute ganz gut von leben, ja. Alles klar, das war die Frage. Du bist jetzt über die Zeit, das heißt, wir gehen jetzt zu Alex. Alex, das ist unser fließender Mensch, der interessiert sich über Vollgeld und über dieses Konzept, dass Geld sollte wie Gemüse verfaulen. So habe ich das früher genannt. Ich wüsste nicht, dass es heißt Fließgeld, habe ich vor kurzem erfahren. Moment. Und das heißt, meine Frage an du ist, ich weiß, dass du bist Finanzberater. Und du hast 3 Minuten, dich vorzustellen und mich auch zu sagen, ob du diesen Job machen würdest, das Finanzberatung, auch ehrenamtlich. Also, vielen Dank. Ja, ich bin Finanzberater und ich habe vor einigen Jahren, 2008, mich gefragt, warum müssen eigentlich Staaten Banken retten? Dann habe ich mich gefragt, woher kommt eigentlich das Geld, dass die Staaten benötigt haben, um Banken zu retten, angesichts der Tatsache, dass dort die Staaten hoch verschuldet sind. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist denn eigentlich ein Staat hoch verschuldet? Denn Kraft seiner Souveränität hätte ja jeder Staat die Möglichkeit, eigenes Geld herzustellen, anstatt sich bei Banken gegen Zinszahlung quasi zu verschulden. Und hier an diesem schönen Pariser Platz sieht man, mitten in Berlin, wie wohl die Machtverhältnisse sind. Das hier ist das gefühlte Zentrum von Deutschland und schaut euch um, von welchen Gebäuden wir hier umgeben sind. Wir haben Versicherungen, wir haben Banken und wir haben Botschaften. Und diese Macht haben die erlangt, auch durch das aktuelle Geldsystem, was dazu geführt hat, dass derjenige, der Geld herstellt und verleiht, reicher wird, dadurch, dass er nicht nur das Geld zurückverlangt, sondern darüber hinaus noch Zinsen. Das heißt, das hier ist eine Vermögensumverteilung, die stattgefunden hat, die hier sichtbar ist, und zwar von der arbeitenden Bevölkerung hin zu den ohnehin reichen Institutionen, die damit sogar noch mächtiger werden. Meiner Meinung nach spottet das der Demokratie im Kern, und deswegen setze ich mich auch ein für Währungskonzepte, die dem Volk ihre Macht zurückgeben und die Möglichkeit geben, auch wirtschaftlich unabhängig von sogenannten Institutionen zu werden, die wir nicht kontrollieren können. Letztlich ist die Vermögensverteilung krass gegen die Mehrheit der Bevölkerung gerichtet und das darf in einer Demokratie nicht stattfinden. Deswegen wäre ein erster Schritt ein sogenanntes Vollgeld, mit dem man den Banken die Giralgeldschöpfung erstmal entzieht. Problem dabei ist, dass diese Geldschöpfung dann allein der Zentralbank obliegen würde und die Zentralbank ist im Moment unabhängig. Ich frage mich nur, von wem ist die unabhängig? Weil in einer richtigen Demokratie müsste alle Macht vom Volke ausgehen und damit auch die Kontrolle der Zentralbank. Insofern haben wir ein wesentliches Demokratieproblem und mein aktueller Wissensstand ist, dass ich also ein fließendes Geld für das geeignetste System halte. Das ist ein Geld, das vom Staat, von der Gemeinde, wie auch immer, ausgegeben wird, das dann quasi in Umlauf gerät und aber kontinuierlich an Wert verliert. Damit ist jeder bestrebt, dieses Geld auszugeben. Und der Mechanismus, dass man allein durch Reichtum und große Zinseinkommen noch reicher und noch mächtiger wird, der wäre damit zumindest mal über die Schiene des Geldsystems ausgeschaltet, wobei es da auch noch andere Ausbeutungsmechanismen gibt, die zu betrachten wären. Ich sage nur Plan B, Wissensmanufaktur. Dankeschön.
leider hast du meine Frage nicht beantwortet, da kriegst du so eine ganz kurze Frage nochmal. Würdest du diesen Job Finanzberater auch ehrenamtlich machen? Ja. Okay, das heißt, wenn es... okay, das ist ganz gut zu hören, alles klar. Volkmar Kreis, du beschäftigst dich mit den Lindenthaler. Und ich weiß nicht so viel, seit wie lange du dabei bist, muss ich mal wieder nachschauen. Aber es ist egal. Ich finde es gerade nicht ad hoc. Du hast noch 3 Minuten, um dich vorzustellen, um mir zu sagen, Moment, genau, ob du, wie viel, du hast 3 Minuten, um dich vorzustellen und mir erzählen, wie du deine Lindenthaler erworben hast. Okay? Ziemlich einfach. Habe ich tun? Ja, doch. Also das ist ziemlich einfach, wie ich das erworben habe. Der Lindenthaler wird einfach mit einem Begrüßungsgeld startet man da. Es ist ein Geld, wo man sich nicht verschuldet. Mein Vorredner, Alex, genau, Alex hat ja schon gesagt, umlaufgesichertes Geld funktioniert gut. Und wir sind eher die Praktiker. Und mit dem Lindenthaler haben wir einfach mal die ganzen guten Ideen, die es so gibt, vom Grundeinkommen, Tauschringe und Komplementärwährung mit Umlaufsicherung ausprobiert und siehe da, es funktioniert. So einfach ist es. Also wir zahlen ein monatliches Grundeinkommen, aber was heißt wir zahlen? Das geht völlig automatisch, mit einem kleinen Klick machen wir es selber und dieses Geld wird geschöpft, indem wir da sind. Also die beim Lindenthaler mitmachen, bekommen einfach den Lindenthaler so. Das war's schon. Sag ein bisschen mal was zu dir. Stell dir gerne ein bisschen vor. Also ich beschäftige mich schon seit Jahren mit Finanzsystemen und Regionalwährung. Also ich war schon beim Chiemgauer Kongress und habe mir im Prinzip alles mit angeguckt. Und plötzlich gab es genau in meiner Heimatstadt den Lindenthaler und der vereinte das, wovon ich eben schon auf allen möglichen Kongressen und Sachen gehört habe. Und da war Lindenthaler ist in Leipzig, er hat es genau, gesagt. Leipzig, ja, genau. Wo alles vereint war und wo ich dachte, oh, das ist ja meine Idee und dann war ich halt das erste Mitglied sozusagen dort. Ja. Okay. Manuela? Manuela Lange, du bist jetzt heute die Botschafterin für den Projekt Gradido. Gradido ist ein Modell im Grunde, der sich nur in der Theorie noch beschäftigt, also es ist noch nichts Praktisches, Reales. Und ich möchte dich fragen, dass du dich vorstellst und auch mir erzählst, wie du dazu gekommen bist, bei diesem Projekt zu sein und warum du überhaupt bei diesem Projekt bist. Ja, also, ich mache jetzt erst ein Video. Ja, geht das? Hört ihr mich? Das ist ein, ja. Also ich bin Manuela, ich bin zu Gradido gekommen durch den Grundgedanken. Hört ihr mich jetzt besser? Ah ja, okay. Also ich hatte in meinem Leben immer den Traum von einer Welt ohne Geld. Und irgendwann musste ich feststellen, dass die Menschen noch nie so weit sind, um ohne Geld klarzukommen, um ins Schenken zu kommen. Und letztes Jahr begegnete mir die Idee von Gradido, dem natürlichen Wirtschaftssystem, mit der Vergänglichkeit des Geldes. Und das hat mich so überzeugt, weil das, das natürlich ist. Also weil es einfach, wenn man die Natur beobachtet, es gibt überall Vergänglichkeit. Die Bäume wachsen nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann fallen sie irgendwann um, weil sie zu alt sind. Dann, wir haben Jahreszeiten, wir haben im Herbst, wo alle Blätter runterfallen. Und genau das macht Gradido auch. Also es kann sich keiner bereichern mit Gradido, sondern das Geld hat eine Vergänglichkeit und damit wird die Geldmenge stabilisiert. Und ja, zu mir selber, ich bin Mutter von 2 Kindern und möchte eine bessere Welt für sie, eine enkeltaugliche Welt. Das ist mein Ziel. Dass meine Enkel in dieser Welt leben können, dass sie atmen können, dass sie zu essen haben, gesundes zu essen haben und sich nicht vergiftet werden. Das ist mein Wunsch. Danke, Manuela. Das ist auch mein Wunsch. Jetzt möchte ich mal gerade, dass man ein bisschen tiefer in den Projekt geht, dass man ein bisschen besser versteht, worum geht es.
Also ich fange wieder mit Jens an. Also ich habe verstanden, bei dir wird es ein bisschen anders gehen, weil du schon einiges erzählt hast mit Bitcoin. Deswegen mache ich es ein bisschen anders. Du hast geschafft, mit den Coins dich zu bereichern bisher. Okay? Nun, meine Frage wäre, was könnten diese Coins machen, um uns näher zu einer friedlicheren Welt zu bringen? Also was kann ein... Weil guck mal, ich werde es ein bisschen anders formulieren, aber da will ich hier. Für mich, der Bitcoin bereichert Männer, die IT-affin sind. Okay? Frauen sind da ganz selten in den Forum zu sehen. Ich glaube, ich war die Erste in 2012. Da gab es keine andere Frau. Und ich habe da immer gefragt und das war mir alles so rum. Hey Leute, langsam, alles langsam, ich verstehe gar nichts. Das war sehr kompliziert. Trotzdem habe ich dann irgendwie so ein paar Bitcoins gekauft und die dann wieder verloren, weil mir es egal war. Also das ist nicht so, dass die Frau, die bei all die Einkaufen geht, auch auf die Idee kommen würde, Bitcoin zu kaufen und Bitcoin zu bekommen. Und jetzt, wenn sie zufällig davon gehört hat, denkt sie, boah, es ist eh zu spät, die sind schon alle eingestiegen und die, die das gekauft haben für 20 Euro, sind im Vorteil, so wie das jetzt kaufen für 6.000 Euro. Und im Grunde, für mich ist es so, dass diese kleine Szene dabei ist, eine neue Geldelite zu bauen, die Männer IT-affin sind. Und diese Elite, die stört mich nicht, ist mir eigentlich egal, weil es gibt so viele Leute, die Geld haben, die können auch Geld haben, so what. Nun, ich sehe noch nicht, wie Kryptowährungen, vor allem diese Bitcoins China, also ich spreche nicht von den neuen Währungen, die vielleicht entstehen werden, sondern zu der aktuellen Stand, also die dich gerade reich machen, sehe ich nicht, wie es uns zu Frieden bringen kann. Ja, erstmal hast du ja schon richtig gesagt, natürlich ist er jetzt gerade dabei, eine, hört ihr mich? Okay. Natürlich ist er gerade dabei, dass sich eine kleine Elite da ansammelt, dass es auch viele Leute gibt, die sehr reich dadurch geworden sind. Aber man muss natürlich sehen, durch das heutige Geldsystem sind Leute reich geworden, die Kriege führen, die uns manipulieren, die uns arm halten, die uns vergiften. Und diese Menschen, das sind Menschen, die wollen eine bessere Welt. Die sind dabei, freie, private Städte zu bauen. Die wollen keine bessere Welt. Die wollen reicher werden. Tut mir leid. Am Anfang würde ich das durchgehen lassen, ganz am Anfang von den Kryptowährungen. Gibt es Leute, die wirklich geglaubt haben an etwas Neues, die Banken Bypass zu machen und so weiter. Mittlerweile, guckt ihr die Forum an, es geht nur darum zu spekulieren, nur darum zu wissen, wann wird es höher, wann wird es weniger. Nur exklusive. Und ich vertreibe viel Zeit in diesem Forum, weil mich das auch interessiert. Also, das sind keine besseren Menschen. Das gebe ich dir nicht zu. Tut mir leid. Da ist ja auch wieder das Thema Gier. Ich sag mal, Gier ist eigentlich sehr natürlich bei den Menschen. Natürlich. Gier, stopp, Gier ist keine natürliche bei der Menschheit. Es gibt keine Giernatürlichkeit bei den Menschen. Der Mensch ist nicht gierig. Okay? Der Mensch wird gierig erzogen. Es gibt keine gierigen Babys. Okay? Die Natur ist nicht gierig. Die Natur ist auf Kooperation, auf Mitmachen. Und Gier ist keine Attribute der Menschen. Es wird ihm angelernt. Also es tut mir leid, aber ich muss manchmal unterbrechen, wenn es zu weit geht. Da bin ich eine andere Meinung. Also ich glaube, wenn man sich auch Kinder anschaut, die nehmen sich gegenseitig auch die Spielzeuge weg. Und lass mich ausreden, bitte. So, und da muss man sagen, ich sage, jeder Mensch, wenn du ein Produkt A hast, was du meinetwegen, der eine bietet das für 20 Euro an, der andere für 18 Euro an. Natürlich wirst du das für 18 Euro kaufen, wenn beide gleich nett zu dir sind. Insofern, jeder möchte möglichst wenig Geld ausgeben und möglichst viel Geld einnehmen. So, jeder Mensch ist gierig, aber wenn du auf den Flohmarkt gehst, meinetwegen, da ist einer, der möchte ein paar verkaufen, der sagt, ich möchte 50 Euro für haben. Du kannst sagen, er ist gierig, er möchte möglichst viel Geld dafür haben. Du sagst, okay, ich gebe nur 20 Euro. Du bist auch gierig. Du möchtest möglichst wenig für das Fahrrad bezahlen. Das heißt, deine Gier oder die Gier von beiden Leuten, die wird eingeschränkt, dass man sich handelseinig werden muss. Man sagt dann, okay, du verkaufst mir erst das Fahrrad, wenn wir uns einig geworden sind, wo beide ein gutes Geschäft machen. Und darum geht es immer, um Win-Win-Situationen zu erschaffen, dass beide einen Vorteil haben. Es gibt aber Dinge, diese Zahngrenze bei mir zum Beispiel, wo ich nicht für Geld dieses kaufen würde, weil ich das Scham habe, es zu tun. Mülltüten, wenn es regnet, 5 Euro zu verkaufen, weil die gerade das brauchen, weil mit ihren ganzen Klamotten. Würde ich mir nicht 5 Euro hinstellen, für 1,50 Euro, aber nicht für 5 Euro, würde ich mich schämen. So okay, also Moment. Danke schön.
eins muss man wissen, ist, dass der Mensch ist ein intelligentes Wesen. Okay? Wenn man ihm als Grundregel gibt, als Spielregel gibt, dass es darum geht, reich zu werden und noch reicher zu werden, wenn das die Spielregeln sind, dann wird tatsächlich der Mensch reicher werden, weil er diese Spielregeln folgt. Wenn aber die Spielregeln anders sein sollen, wie zum Beispiel im Gravidos-Projekt oder in andere Projekte, die jetzt am Ende der Linie, dass ich noch beschäftige, dann wird, wenn man sagt, die Spielregeln sind nicht mehr, sich zu bereichern, sondern die Spielregeln sind, diese verflixte Planete zu retten, okay? Wenn das nicht neue Spielregeln sind, dann ändert sich einiges. Und natürlich kann man sagen, ja, die Spielregeln sind Geld verdienen und reich werden, also ich mache einfach mit. Aber was hat das mit Frieden zu tun? Das hat sehr viel mit Frieden zu tun. Wie gesagt, erstmal profitiert jeder. Und ich meine, wenn wir eine freie Welt haben, wer sind diejenigen, die reich sind? Es sind diejenigen, die reich, die am meisten anderen Menschen geholfen haben. Jemand, der ein tolles Produkt entwickelt hat, was Krebs heilt. Natürlich kann er damit Geld verdienen. Und ist das dann schlimm, dass dieser, der eine tolle Idee hatte, damit auch reich wird? Da ist halt wieder dieser Reichenhass. Ich meine, die ganzen Unternehmer, was sind das für Leute? Das sind Leute, die haben immer hart gearbeitet, haben immer mehr Gas gegeben als andere. Die haben Verantwortung für Hunderte von Menschen übernommen. Und man muss halt immer ein bisschen genauer hinschauen. Und natürlich, wir reden hier von Gerechtigkeit und von Gleichheit. Ich finde, jeder sollte einfach mal Animal Farm von George Orwell lesen. Es wird niemals komplette Gerechtigkeit geben. Und dann wird es immer geben, wir sind alle gleich, nur die anderen sind ein bisschen gleicher. Insofern, Gerechtigkeit, Gleichheit ist immer sehr subjektiv. Es gibt keinen objektiven Standard für Gerechtigkeit und Gleichheit. Also, da bin ich auch eine andere Meinung, aber ich möchte zu dem Thema bleiben. Wie können Bitcoins konkret uns näher an Frieden bringen? Ja, dadurch, dass du kannst zum Beispiel einfach Menschen in armen Regionen, du kannst zum Beispiel jemanden in Afrika, wenn er Geld gebraucht, also ich bin viel in Afrika rumgereist, viele haben mich im Nachhinein nach Geld gefragt, da habe ich dann mit Western Union Geld hingeschickt, das hat 20% Gebühren gekostet. Man kann die Leute, die kein Bankkonto haben, man kann denen ermöglichen, dass sie Anschluss an die internationale Welt haben, dass sie über Geld verfügen. Oder wenn wir nach Venezuela schauen gerade, Hyperinflation, der Staat hat wie überall auf der Welt ein Geldmonopol, er druckt immer mehr Geld, finanziert er damit die Geschenke, finanziert seinen großen Hochstaat. Die Politiker leben alle in Saus und Braus und die Menschen verarmen. Wir sehen jetzt gerade in Bitcoin, in Venezuela, Bitcoin ist ein ganz großes Thema, oder in Zimbabwe. Die Leute suchen einfach was, wo sie genau wissen, mein Geld hat morgen noch Wert und ich kann da morgen noch was mit kaufen. Insofern, und wie gesagt, keine Kriege, wertbeständig, und für mich ist das eigentlich Frieden. Und auch noch mal ganz kurz, keiner muss es kaufen. Auch Bilbo, du hast gesagt, du hast dich mit 2012 damit auseinandergesetzt. Du hättest einsteigen können, du hattest für 200 Euro hättest du 10 Bitcoin, oder für, sagen wir mal, du hättest 1000 Euro investiert, dann hättest du 500 Bitcoin, die hättest du heute spenden können. Da hättest du Hilfsorganisationen mit aufmachen können. Oder es gibt im Internet Hilfsorganisationen, die sind auf Kryptowährungsbasis, sind die. Dass du genau weißt, das Geld kommt auch da an, das kann man Blockchain alles nachvollziehen. Das hat gerade Transparenz, direkt ohne Mittelsmänner. Und es wird einfach alles revolutionieren. Man muss einfach nur die Scheu ablegen und sagen, ich bin bereit damit, mich zu beschäftigen. Also pass auf, da ist ein Punkt, den ich super spannend finde. Meinetwegen hätte ich mich daran gehangen und hätte 300 Bitcoins jetzt. Okay. Dann wäre die Frage, wenn wir bleiben auf dieser Idee, ja, Geld ist normal, dass man sich bereichern will und so weiter. Ich könnte sagen, wie viel Geld muss ich haben für mich, damit ich mein Leben lang überleben kann? Wie viel Geld reicht? Wie viel Geld reicht, damit auch mein Sohn vielleicht genug hat? Oder vielleicht meinen Lieblingsfreunden und meinen Nachbarn? Ab wann kann ich anfangen, dieses Geld zu geben woanders? Und ich bin der Meinung, dass mit dieser Spekulationsjoke, man sagt, ja, wenn ich viel Geld habe, dann werde ich das spenden. Das stimmt nicht, weil es wird immer die Frage sein, wie viel kann ich noch haben, bevor ich spende? Und weil Zahlen kein Ende haben, dass es immer mehr sein kann. Es kann immer noch ein Null dazu kommen. Dann ich warte, dass ich noch ein Null habe, und wenn ich noch ein Null habe, werde ich spenden. Oh nein, könnte ich vielleicht noch ein Null haben und dann werde ich erst spenden. Und so weiter. Geld ist endlos. Und deswegen ist diese Sache mit dem Geld endlos. Es nimmt einfach kein Ende. Das ist das Ding. Aber du bist jetzt Pause, weil ich wollte... Ich nicht... Hallo? Habt ihr mich gehört? Okay.
Jetzt möchte ich mal das Wort zu Alex geben. Und du kannst entweder aufnehmen, was gerade erzählt wird, oder ein bisschen weitergehen, weil du hast schon ein bisschen davor erzählt zu dem Thema. Ich bitte dich. Okay. Ich möchte gleich da anknüpfen, wo ihr gerade wart. Wie viel Geld ist genug? Das weiß kein Mensch, weil wir nicht wissen, wie die Preise sich entwickeln, wie lange wir leben. Also ist das auch ein Grund der Gier. In Wirklichkeit haben die Leute Angst, arm zu werden. Okay, genau. Und als Reaktion auf diese Angst sammeln die und horten jetzt Geld. Das ist das eigentliche Problem. Bei einem fließenden Geldsystem beispielsweise müsste niemand Angst haben. Man könnte durch ein fließendes Geld locker ein bedingungsloses Grundeinkommen gestalten, weil einfach jedem Menschen beispielsweise monatlich oder bei der Geburt eine gerechte Summe Geld, die zum Leben ausreicht, ausgehändigt wird und er kann dann davon leben. Allerdings kann er davon nicht noch reicher werden, weil sich's, wie gesagt, abzinst. Und insofern ist der Frage, wie viel Geld brauche ich? Geld ist ja nur ein Instrument, eine Ware oder Dienstleistung zu messen. Geld selber ist eigentlich eine Fiktion. Ich brauche kein Geld, um zu leben. Ich brauche Nahrung, ich brauche Kleidung, ich brauche Wohnung, ich brauche vielleicht Dienstleistung oder Medizin, wenn ich alt bin oder krank. Also brauche ich einen Anspruch aus der Gesellschaft. Und Geld ist eigentlich nur ein Wertmaßstab für den Austausch aus der Gesellschaft. Und wenn wir ein Geldsystem haben, was die Leute überzeugt, dass diese Gesellschaft auch später, wenn sie alt oder krank sind, ihnen zur Seite steht, dann verlieren die auch die Angst, dass sie vielleicht aufgrund mangelnden Geldes plötzlich in die Armut geraten. Und dann verliert es auch die Notwendigkeit, immer reicher zu werden. Unser Leben kann doch nicht darin bestehen, dass wir 40, 60 oder 80 Stunden die Woche irgendeinem Geld hinterherrennen. Ich glaube, wir könnten wesentlich kreativer und wesentlich humaner miteinander umgehen, wenn unsere Bedürfnisse befriedigt wären. Allerdings in einer Form der Tauschgesellschaft. Mit dem Bedingungslos habe ich auch so ein bisschen meine Probleme, weil die Gesellschaft besteht ja aus Leuten, die geben und welche, die nehmen. Und es muss irgendwo da auch ein Gleichgewicht da sein. Wenn alle Leute sagen, bedingungsloses Grundeinkommen, ich versuche in Zukunft mehr zu nehmen als zu geben, dann ist es der Mengenlehre geschuldet, das klappt dann nicht. Aber jeder sollte... Und auf Erziehung und auf Bildungsarbeit kommt ja, man eben nicht drum herum, egal welches System. Das ist natürlich eine intellektuelle Fortentwicklung, die auch dringend Not tut, weil wir werden vom ersten Mensch ärger dich nicht Spiel bis hin zum Bachelor Wirtschaftsinformatiker und so weiter immer nur auf Konkurrenz ausgebildet. Und diese Konkurrenz führt dann zu einer Vermögensverschiebung. Ganz zum Schluss ist es allerdings so, die Erde und die Ressourcen sind begrenzt. Und wenn wir Artikel 1 der Menschenrechte sehen, jeder Mensch ist an Rechten und an Pflichten gleich. Ein Recht ist auch das Eigentumsrecht. Dann muss ich irgendwo meine Stellschraube machen, um diese Umverteilung hin zu den Superreichen, weg von der breiten Bevölkerung, um die umzukehren, um das ganze System wieder etwas gerechter zu machen. Und wir sind die Mehrheit der... Und wir werden alle von diesem System ausgebeutet. Allein durch das aktuelle Zinssystem werden die Preise quasi verdoppelt. Wir hätten ohne diese Zinsen in der ganzen Wertschöpfungskette quasi die doppelte Kaufkraft und halb so viel Angst. Und da müssen wir hin, dass wir sagen, wir müssen nicht Angst haben um uns und um unsere Kinder. Und wir müssen auch nicht das Nachbarland überfallen, um irgendwelche Rohstoffe zu klauen, sondern wir sind zunächst mal autark. Die Gesellschaft kann sich selbst ernähren und erhalten und darüber hinaus noch Werte schöpfen, vielleicht mehr Freizeit, mehr Kultur, mehr Humanismus und so weiter. Danke, Alex. Jetzt möchte ich mal mit Volkmar reden und dass du jetzt dann das Konzept der Lindenthaler uns näher bringst, weil ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie eine Lokalwährung funktioniert. Geht es um die Zeit? Geht es um das Wissen? Weil wenn ich als berühmter Chirurg
dann ist mein Ansatz eine Stunde, nicht nur diese eine Stunde, sondern die Zeit, die ich dafür gebraucht habe, um das zu lernen. Und es ist anders, als wenn ich eine Konfitüre mache, die ich gelernt habe von meiner Oma und dass er vielleicht auch Zeit gebraucht hat, aber vielleicht nicht diese Zeit. Oder, also Zeit ist ja eine komische Geschichte. Und außerdem, wie kann man, also für mich ist es eine allgemeine Kritik an Geld, ist das, ich habe das Gefühl, dass ich gar nichts vergleichen kann. Weil ich weiß nicht, ob dieser O-Saft gleich wert ist wie dieser Apfelsaft. Kann man das vergleichen? Oder ob der Mensch, der so viel Energie hat, das, hat er mehr Hunger als der Mensch, der weniger Energie hat und gleich vielleicht ein bisschen depressiv ist, aber es ist eine Phase in seinem Leben, muss man stoppen, ihn zu ernähren. Und dann ernährt man nur, der gerade energetisch ist. Also für mich, Geld funktioniert gar nicht, weil ich sehe keine einzige Transaktion, keine einzige, die ich fair finde. Nicht mal ein Apfel gegen einen Apfel ist fair. Weil vielleicht ist der groß und die ist klein und die braucht mehr, und die brauchen mehr von diesem Vitamin und der nicht. Also irgendwie haut es gar nicht hin für mich in Geld. Deswegen wollte ich nur so en passant sagen. trotzdem weiß ich, dass wir Zwischenschritte brauchen zu einer geldlosen Gesellschaft. Und darum frage ich dich, wie funktioniert diese Lokalwährung? Das heißt, wann kriege ich was? Was muss ich dafür tun? Ja, liebe Bildung, du hast im Prinzip schon ganz viele Sachen angesprochen, die ganz klar sind. Der Orangensaft, den ich oben auf einem Berg verteile, ist wesentlich mehr wert als der, der unten ist, weil der musste noch hochgebracht werden. Das ist ganz unterschiedlich. Das Tolle bei einer Komplementärwährung wie dem Lindenthaler ist, der Mensch steht plötzlich im Vordergrund und nicht mehr das Geld. Das merken alle, die beim Lindenthaler tatsächlich mitmachen. Am Anfang bietet man im Prinzip das alles so an, wie vorher das im Eurosystem war. Und plötzlich spielen ganz andere Sachen eine Rolle. Wir hatten zum Beispiel einen Brötchenbäcker dabei, also der hat Privatbrötchen gebacken und der hat die halt verteilt, wenn es ein gutes Gespräch dazu gab oder sowas. Die Lindenthaler sind egal. Oder ich mache Computer ganz und mache dann halt nur Linux-Rechner ganz, aber keine Windows-Rechner, weil ich einfach ja, das ein bisschen befördern möchte. Wieder andere Sachen biete ich halt nur von Lindenthaler an. Da sage ich einfach, da musst du beim Lindenthaler beitreten, damit es das überhaupt gibt. Also wer seinen Laden bei OpenStreetMap eingetragen haben möchte, der muss halt beim Lindenthaler mitmachen. Das dient der Verbreitung. Aber das Interessanteste und Wichtigste, und du hattest mir in der E-Mail geschrieben, ich soll sagen, wie man mit so einer Währung Frieden in die Welt bringt. Ich möchte die Existenzangst nicht haben. Du hast es angesprochen, Alex. Du hast gesagt, es wird auf die Hälfte reduziert. Mit einem Grundeinkommen reduziere ich die Existenzangst, zumindest diese Überlebensangst, eigentlich auf null. Ist einfach so. Ne? Und wenn ich eine Währung schaffe, die mit Umlaufsicherung funktioniert und wo ich die Umlaufsicherung einfach nutzen kann, um ein Grundeinkommen zu verteilen, dann geht es sofort. Und das Tolle ist, das geht sofort. Und der Lindenthaler, der läuft nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt. Wir sind Pioniere und das ist ein Anfang. Aber sobald es eine Stadt gibt, eine große Firma gibt oder sowas, die da einfach mitmacht, dann würde so viel passieren, weil schon wenn eine Stadt Steuern nimmt in dieser Regionalkomplementärwährung, wären alle sofort bereit, überhaupt den Lindenthaler anzunehmen. So könnte man vorwärts kommen. Jetzt habe ich schon wieder zwei was vermischt. Eigentlich wollte ich sagen, dass eben mit so einer Komplementärwährung das Geld wirklich in den Hintergrund gerät und der Mensch in den Vordergrund. Und auch das, was ich selber tun möchte in meinem Leben, ist viel wichtiger geworden. Und auch das, was andere für mich tun, die Dankbarkeit ist eine ganz andere. Wir verteilen die Lindenthaler wegen Dingen, wo wir jetzt gar kein Geld ausgeben würden. Ja. Also schon, wenn ich hierher fahre oder so und ich sage das dann dem Rainer, dann weiß ich schon, dass der mir wieder was überweisen wird in Lindenthalern. Also ist einfach so. Hallo? Ich weiß nicht, wie man an und aus. Ist es an oder aus? Ist an. Okay. Mit dem Projekt der Bärensuppe habe ich einige Leute besucht, die solche Projekte machen, und einer ist festgestellt, und das ist wirklich, was du auch erzählst, ist, dass nach einer Zeit, meistens scheint es nach 3 Jahren zu sein, interessanterweise, haben die Leute, die dann bei diesem Projekt mitmachen, so ein Vertrauen zueinander bekommen, die sagen, ja, dein Talente kannst du stecken lassen, ist mir egal, ich mach's eh so. Das heißt, es geht darum, dass wir als Mensch unser menschliches Vertrauen verloren haben zugunsten von Geld. Das heißt, man vertraut das Geld, aber nicht mehr dem Mensch.
Und bei der Lokalwährung, was ich wirklich bei allen Projekten beobachten konnte, ist, dass die Leute gewinnen erneut das Vertrauen zueinander. Das heißt, sie fangen an, wieder der andere zu vertrauen, weil sie ihn noch kennen. Und sagen, aha, was du machst, ist toll, ich will sie unterstützen. Und dann, du brauchst eine Massage, na komm. Du brauchst ja deine, gar nichts, deine Konfitüre. Ich habe schon genug bei mir zu Hause. Ich habe die schon letztes Mal gehabt. Ist schon gut. Also auf alle Fälle, dass die Leute auf Dauer anfangen, dieses Geld-Idee wegzulassen und verstauen. Und auch das Tausch. Weil für mich, Geld ist nur das vereinfachte Tausch. Also, und tauschen finde ich genauso blöd wie Geld. Also das ist das Gleiche im Grunde. Und was bei den Lokalwährungen sehr, sehr auffällig ist, ist, dass die Menschen fangen an, diese Idee vom Geld und Tausch zu verlieren und am Endeffekt doch anfangen miteinander zu kooperieren. Was brauchst du, was kann ich dir geben, was braucht er, was kann man ihm geben? Und dadurch ist natürlich auch Platz für Leute, die gerade nichts können, nichts haben, nichts geben können. Weil, warum auch immer, weil in ihrem Leben ist eine Phase, wo sie nicht produktiv sind, weil sie gerade krank sind, weil sie zu alt sind, weil sie irgendwas haben. Und das gehört dazu. Im Grunde, die Menschen früher haben nicht mehr als 4 Stunden pro Tag gebraucht, um sich komplett zu ernähren und ein Dach über den Kopf zu haben und so zu bekleiden. Warum brauchen wir jetzt länger? Das bedeutet, dass eigentlich nur die Hälfte der arbeitenden Population braucht zu arbeiten und die andere Hälfte kann einfach meditieren, philosophieren, sich über den Sinn des Lebens freuen, seinen Nachbarn irgendwie anlächeln. Also es gibt schon was zu tun. Okay, jetzt möchte ich mal zu Manuela gehen. Manuela Dangradido ist etwas, was viele, viele Leute gar nicht kennen. Deswegen, es wäre schön, wenn du versuchen würdest, in 3 Minuten uns die Grundlage davon zu erzählen. Es ist ein Modell, existiert noch nicht, wartet auf Zuspruch, bevor es beginnen kann. Bitte. Also der Gradido, die Entwickler von Gradido sind Bernd Hückstedt und Margret Bayer. Er hat 2012 ein Buch veröffentlicht mit gleichem Namen. Der Name Gradido teilt sich in 3 Bereiche auf. Gradido, also Gratitude für Dankbarkeit, Dignity für Würde und Donation für Schenken. Also Gradido ist die Brücke zum Schenken. Das ist erstmal so die Grundessenz vom Gradido. Bei Gradido gibt es ein aktives Grundeinkommen. Mit jeder Geburt wird Geld geschöpft. Also jeder Mensch, der geboren wird, erhält ein Grundeinkommen. Jeden Monat von, also geplant ist jetzt ungefähr so, wenn wir es mit dem jetzigen Geldsystem vergleichen, 1000 Gradido für denjenigen selbst, 1000 Gradido als Staatseinkommen, also es braucht keine Steuern mehr, es braucht keine Kindergartengebühren mehr und diese ganzen Gebühren, die wir bezahlen, keine Krankenkassen, das braucht es alles im Endeffekt nicht mehr. Und dann, was mich auch noch ganz tief überzeugt hat, 1000 Gradido für einen Ausgleichs- und Umweltfonds, mit denen Umweltprojekte gefördert werden. Also wenn jetzt ein Permakulturprojekt entsteht, wird daraus das Geld genommen, aus diesem Ausgleichs- und Umweltfonds. Es werden Biobauern gefördert. So könnte die Agrarwirtschaft umgestellt werden, von ganz von selbst. Weil die Agrarbauern, die bekommen nicht mehr die Gelder, die sie jetzt bekommen. Die bekommen sie bei Gradido nicht mehr. Bei Gradido bekommen es die Biobauern und die Permakulturbauern. Und das hat mich so tief überzeugt, genau diese Geschichte, weil das ist für mich der Weg, dass wir wieder zurückkommen zur Natur und natürlich anbauen und diese natürliche Nahrung für uns und unsere Kinder haben. Ja, das ist so die Essenz von Gradido. Also der Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, hört ihr mich gerade? Genau. Was noch wichtig ist, ist das dreifache Wohl. Also das aktive Grundeinkommen, was ich schon angesprochen habe. Das aktive Grundeinkommen beinhaltet, dass wir haben jetzt so als Forschungsprojekt 50 Stunden im Monat, also nicht 40 Stunden die Woche, sondern 50 Stunden macht jeder was fürs Gemeinwohl, für sein eigenes Wohl, fürs Gemeinwohl und für das Wohl des großen Ganzen. Also das baut auch mit der Gemeinwohlökonomie, kann man das gut zusammenmachen. Also ich sehe Gradido als Fundament für die Gemeinwohlökonomie, dass man das miteinander verbindet. Weil wenn wir anfangen, wieder was füreinander zu tun, für unser Wohl, dann haben wir ein besseres Leben miteinander und verstehen uns auch wieder und sehen uns und fühlen uns. Hallo, hallo. Ah ja.
da möchte ich kurz mal eingreifen bei dir. Also du hast eine gewisse Anzahl von, oder? Du hast richtig 3 Minuten erwischt. Ich weiß nicht mehr, wie man es stoppt. Jetzt ist der gestoppt. Jetzt habe ich auch die Frage vergessen, weil ich dann irritiert war. Also, du hast gesagt, dass jeder Mensch soll eine bestimmte Anzahl von Stunden für die Gemeinschaft geben. Für mich ist das ein Problem. Und deswegen, ich frage dir das. Es kann sein, dass ich in einer kreativen Phase bin, wo ich einfach keine Zeit dafür habe. Es kann sein, dass ich ein Chirurg bin, der so gerade gefragt ist, dass ich einfach keine Zeit habe für andere Geschichte. Es kann sein, dass ich gerade deprimiert bin und gerade keine Lust und kann ich einfach gar nicht machen. Warum soll ich eine gewisse Anzahl von Stunden? Und für mich die Hinterfrage dahinter ist, dass es bedeutet, dass du die Menschen nicht vertraust. Weil wenn du die Menschen vertrauen würdest, würdest du wissen, dass es immer jemand sein wird in einer Gemeinschaft, die funktioniert, die sagt, ich gehe jetzt einkaufen, braucht ihr jemand was? Oder ich putze jetzt die Küche oder ich koche jetzt gerade. Es wird immer diese Menschen geben, weil es ist Vertrauen, dass eigentlich jeder Mensch, wenn er weiß, ich bekomme Ernährung, ich bekomme ein Dach über dem Kopf, ich bekomme Sozialkontakt, das heißt, ich bin in einer funktionierenden Gemeinschaft, dann habe ich auch Lust, Teil an dieser Gemeinschaft zu haben. Man muss mich so nicht verordnen, du musst so und so viele Stunden arbeiten, weil wenn ich das verordnen will, dann will ich gar nicht Teil dieser Gemeinschaft zu sein, weil es greift an meine persönliche Würde im Grunde. Das heißt, man sagt, ich wäre gar nicht vertrauenswürdig genug. Deswegen muss man mir reinziehen, nee, du musst so und so viel arbeiten. Sag, ey Leute, nee, vertrau nicht, ich werde schon was tun. Aber ich brauche dieses Vertrauen. Das nennen wir bei Credido bedingungslose Teilhabe. Du darfst bedingungslos teilhaben, egal mit was. Am besten mit dem, was du am meisten liebst. Aber du musst trotzdem dann dich beteiligen für eine gewisse Anzahl von Stunden. Warum? Das machst du sowieso. Das machst du jetzt auch mit deinen Dingen, die du tust, machst du das sowieso. Also das warum existiert dieses Gesetz, wenn es jetzt sowieso egal ist? Es ist erstmal, wir sind eine Forschungsgruppe. Wir forschen, wir gucken, wie könnte es funktionieren. Wir probieren auch gerade den soziokratischen Kreis dadurch aus, um zu schauen, wie finden wir zueinander, wie finden wir miteinander den Weg. Darum geht es im Endeffekt. Und die 50 Stunden, das war erstmal so eine Grundidee. Was es dann im Endeffekt wird, das wird sich noch herauskristallisieren. Der Volkmann würde gerne da was dazu addieren, bitte. Also ich würde mich freuen, wenn der Credido genau diesen Punkt wegmacht. Weil das war das, was sich mal verändert hat, weil der Credido war mal ohne diese 50 Stunden. Und genau das ist mir dann aufgestoßen, weil ich bin Mitglied da dabei, weil ich fand das von Anfang an gut, was auch der Herr Höckschütt und Frau Bayer da gemacht haben. Und das wäre zu schön, wenn das wegkommt, weil genau das, was Bilbo gesagt hat, das sprach mir aus dem Herzen. Ja. Und genau das forschen wir gerade. Also wir haben jetzt einen Forschungskreis, wo wir wirklich schauen, was ist denn jetzt für das Credido, für das aktive Einkommen. Also es ist ja jeder schon mit seinem Sein und mit dem, was er am liebsten tut, kann er schon das aktive Grundeinkommen erhalten. Also der eine, der meditiert für den Weltfrieden, das ist doch toll, das ist doch wunderbar. Und der nächste, der backt Brötchen, das ist doch wunderbar. Ja? Also so stelle ich mir das auch vor, dass das funktionieren kann. Der Alex, habe ich eine Frage zu deinem Fließgeld. Was ich nicht verstehe, ist, dass in einem System, wo nämlich kein Grundeinkommen ist, sondern Fließgeld, nur ohne der Grundeinkommen, wie geht man damit um, dass man die Sicherheit hat, dass man genug hat Geld später, weil man kann nicht sparen. Wie kann man, ich möchte so ein riesiges Objekt erwirtschaften, ich bin nicht in der geldlosen Gesellschaft, sondern in der Geldgesellschaft, und ich brauche dieses riesige Objekt. Wie mache ich das, wenn das Geld immer verschwindet, das ich sparen möchte? Wie geht das? Naja, zunächst mal ist das fließende Geld, es kommt ja nur darauf an, wie kommt es in die Welt. Kommt es monatlich und wer bekommt es in die Hand oder kommt es auf einmal und wer bekommt es in die Hand? Aber ich denke mal, es muss Geld vom Volk fürs Volk sein. Es darf nicht an Institutionen gebunden sein, es soll an die Menschen ausgegeben werden. Und zwar unabhängig vom Alter. Damit brauchen wir auch keine Rentenversicherung, damit brauchen wir auch kein Kindergeld, weil ein Kind wird genauso alimentiert wie ein Erwachsener. Insofern lässt sich das Grundeinkommen damit sehr, sehr einfach realisieren. Und dadurch, dass das Geld immer weniger wird, natürlich die Frage ist, wie kann man dann große Investitionen machen?
letztlich ist das ja auch eine Frage, die demokratisch abgestimmt werden kann, ne? Ob das jetzt eine Investition ist, die dem Gemeinwohl dient und eben für dieses Projekt dann einfach dieses Geld hergestellt wird, oder ob sich vielleicht Leute finden, ne, die sagen, ey, wir gründen sowas wie eine Art Kapitalgesellschaft, wir legen zusammen. So wurden auch die ersten Eisenbahnlinien geschaffen, dass eben 1000 Aktionäre gemeinsam das Geld zusammen gemacht haben und damit dann sozusagen die Firma gegründet haben. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, das zu tun. Wichtig ist, glaube ich, nur eins, also Geld hat ja drei Funktionen der klassischen Theorie. Das eine ist der Wertmaßstab. Was ich sage, der Orangensaft ist 2 Euro, das Mineralwasser ist 1 Euro, also habe ich da irgendwie einen Wertmaßstab. Das zweite ist das ordinäre Tauschmittel, dass ich im Prinzip mit diesem Geld tausche. Und das dritte ist das sogenannte Wertaufbewahrungsmittel, dass ich dieses Geld behalten kann und mir auch in 10 Jahren wieder was dafür kaufen kann. Genau das allerdings führt dazu, dass Leute versuchen, immer mehr Geld zu sammeln. Weil das Geld aber quasi verliert, macht es überhaupt gar keinen Sinn, dieses Geld sich hinzulegen, um Wert aufzubewahren für vielleicht in 10 Jahren. Brauche ich ja auch nicht, wenn ich ein Grundeinkommen habe, davon abgesehen, Nummer 1. Aber dann wird das Geld einfach fließen. Deswegen heißt es ja auch fließendes Geld. Wer dann Wert aufbewahren will, dem steht es ja trotzdem frei. Der kann sich ein Stück Gold kaufen, der kann sich ein Grundstück kaufen, der kann sich ein Gemälde kaufen und das in 20 Jahren wieder verkaufen. Was hindert ihn daran? Da habe ich doch eine kleine Frage. Ist das, wenn ich das Geld tauschen kann in eine andere Währung, die nicht fließt, dann könnte ich sagen, wenn ich das Geld bekomme, dann tausche ich direkt in diese Währung, die nicht fließt, und dann entkomme ich das Problem, oder? Stimmt. Aber dieses Tauschmittel, was du hast, ist ja auch nicht sichergestellt, dass es mehr wird. Das ist das Erste. Aber man könnte da zum Beispiel auch eine Steuer einrichten, dass man sagt, okay, wer Gold kauft, muss halt 12% Mehrwertsteuer bezahlen oder was weiß ich. Man tut das nicht jetzt sofort, aber denjenigen, dem er das Gold abkauft, der will ja schon wieder das Geld loswerden. Verstehe. Du möchtest noch was sagen? Du kommst hin. Manuela, du möchtest was sagen? Also bei Credito gibt es ja die Vergänglichkeit im Jahr von 50%. Das sind ungefähr 5,6% im Monat. Wenn jemand sparen will, fördert er andere Projekte. Sprich, da gibt jemandem Geld, was weiß ich, da will ein Haus bauen einer, dann geht er in der Gemeinschaft rum, ich möchte ein Haus bauen, wer kann mit mich unterstützen und zahlt das dann irgendwann wieder zurück. Das ist dann die Spareinlage sozusagen. Also wenn jetzt jemand wirklich vorhat zu sparen, gibt er einen Teil seines Grundeinkommens an jemand anderen. Okay, verstanden. Du wolltest auch was sagen da gerade. Ja, erstmal. Okay. Erstmal muss ich sagen, das, was Alex da vorschlägt, ich finde, man ersetzt halt einfach ein Zwangssystem durch ein anderes Zwangssystem. Da ist mir der Lindenthaler und dein Credito, das basiert halt einfach auf Freiwilligkeit. Wenn ihr diese Systeme toll findet, könnt ihr mitmachen. Du möchtest ein Vollgeldsystem, du möchtest halt einfach ein Teilreservesystem, was wir jetzt haben, durch ein Vollgeldsystem ersetzen. Und da ist halt auch, man kann natürlich sagen, wir machen alles demokratisch, aber ganz ehrlich gesagt, ich meine, wir sehen, wie viele Leute hier stehen. Wie viele interessieren sich denn für das Geldsystem? Wie viele wären denn überhaupt in der Lage, demokratisch eigentlich mitzubestimmen? So, und da muss man dann auch sagen, so, da werden wir auch wieder eine Elite haben, die da ja, Kriege mitführt, Menschen unterdrückt und so weiter. Und auch was du gerade sagst, so von wegen, die Menschen haben als Wertaufbewahrungsfunktion. Ich meine, man kann natürlich immer groß philosophieren oder man schaut sich einfach an, was viele schlaue Leute schon vor Hunderten von Jahren geschrieben haben. Oder mein Lieblingsökonom ist Ludwig von Mises. Ludwig von Mises hat vor 100 Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Theorie des Geldes und der Umlaufmittel. Damit hat er eigentlich alle Wirtschafts- und Finanzkrisen der letzten 100 Jahre vorhergesagt. So, und da beschreibt er auch die Funktion des Zinses. Wir haben jetzt gerade im staatlichen Geldmonopolsystem, wo der Staat die Banken mit den Banken ins Bett steigt. Da haben wir einen zentral gesteuerten Zinssatz. Und der Zinssatz, also wie gesagt, im jetzigen System kann man Zinsen vollkommen kritisieren. Da bin ich, wie Theo gerade zu Anfang gesagt hat, da bin ich vollkommen konform. Aber wenn wir ein freies Geldsystem haben, dann wird es einfach heißen, okay, lohnt sich das jetzt, das Geld zur Seite zu legen? Bekomme ich da viele Zinsen oder wenig Zinsen für? Und das würde sich halt durch die Nachfrage der Menschen steuern. Da würden die Menschen dann sehen, okay, jetzt ist keiner bereit, jetzt möchte keiner Geld investieren, keiner ist bereit, mir das Geld abzunehmen, dafür Zinsen zu bezahlen und so weiter. Also Zins ist eigentlich der Preis für das Geld und der ist in einer
in einer Gesellschaft sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, ich kann da einfach nur darauf verweisen, auf Ludwig von Mises, sehr schlauer Mensch, der hat mir geholfen, das Geldsystem zu verstanden und mit Bitcoin ganz gutes Geld zu verdienen. Gut, ich habe da nur eine Frage. Wenn der Zins also in dem Denken scheinbar unerlässlich ist, wie soll dann eine Vermögenskonzentration aufgrund der Umverteilung, der eine zahlt Zins, der andere bekommt Zins, wie soll die dann verhindert werden? Ja, ich meine, erstmal muss man sich überlegen, was ist denn der Zins überhaupt? Wenn du jetzt sagst, so von wegen, ich möchte jetzt mir einen großen Bauernhof kaufen und Landwirtschaft betreiben, dann kannst du natürlich 20 Jahre sparen, um das Geld zusammenzusparen. Oder du gehst einfach zu jemandem hin und sagst, kannst du mir das Geld jetzt leihen? Derjenige, der spart meinetwegen gerade für sein Haus und sagt, okay, ich habe jetzt gerade schon 100.000 Euro, die kann ich dir jetzt geben, aber dafür, dass ich das erst in 2 Jahren wieder kriege und ein Risiko habe, dass du nicht das Geld zurückbezahlst, hätte ich ganz gerne noch einen kleinen Ausschlag dafür. Dann werdet euch beide einig darüber, was man dann als Zins da festlegen möchte. Und jetzt um auf deine Frage zurückzukommen, wie verhindert man, dass sich das akkumuliert? Ich meine, da haben wir wieder das Thema so von wegen mit dem ganzen Reichtum. Reichtum ist an und für sich nicht schlecht. Reichtum in einer freien Gesellschaft, diejenigen Menschen sind reich, die den Menschen am meisten gedient haben, die Produkte hergestellt haben, die Dienstleistungen hergestellt haben, die Menschen am meisten nachgefragt haben. Insofern. Naja, Entschuldigung, dann dient ja sozusagen ein Pharmakonzern, der ein wirksames, preiswertes Medikament einstampft und ein teures neues Medikament mit der gleichen Wirkung etabliert, dann dient der Menschheit. Also, okay, warte mal, jetzt möchte ich kurz mal angreifen, zu was er gesagt hat, weil das möchte ich wirklich nicht so stehen lassen. Ein Mensch, was reich wird, ist jemand, der schlau genug ist, zu wissen, wie man andere besser ausbeutet. Okay? Das ist der. Nein. Das darum geht es. Okay, Geld, wenn du überreich wirst, heißt das, dass du es geschafft hast, Menschen so mega cool auszubeuten, weil du schlau bist, okay? Und deshalb hast du Geld bekommen. Naja. Darum geht's nicht. Ich spreche über die Überreichen. Ich möchte nochmal auf die Frage der Finanzierung einkommen, wie zum Beispiel mit dieser Farm oder mit diesem Haus oder mit einer Firma. Wenn ich die finanziere durch einen Zins, dann hat derjenige, der Anspruch hat auf die Zinsen, hat der Anspruch, egal ob die Firma funktioniert oder nicht. Jemand, der sich beispielsweise beteiligt in Form der Genossenschaft oder wie auch immer, der würde im Erfolgsfall profitieren, aber wenn es eben nicht erfolgreich ist, dann eben auch verlieren. Und insofern ist es ein Unterschied, ob ich mich beteilige per Zins, der zu zahlen ist, egal ob das Projekt funktioniert oder nicht, oder ob ich quasi auch selber das Risiko trage. Okay, da muss man erstmal schauen. Wir haben das System heute, da bekommt man natürlich auch einen risikolosen Zins. Wenn Banken bankrott gehen, dann ist der Staat der die hilft. Aber natürlich ist auf Zins ist immer eine Risikoprämie. Wenn der Unternehmer oder wenn du mit deinem Bauernhof, wenn das nicht klappt, wenn du überhaupt nicht gut bist, was irgendwie Ackerbau angeht und so, dann ist das Geld natürlich weg von dem, der dir Geld geliehen hat. Aber wie gesagt, ich rede halt immer von einem anderen System, von dem System, wie ich mir das vorstelle, nicht von dem jetzigen System. Und da ist natürlich, der sagt, okay, ich vertraue dir, ich sage, du hast Erfahrung, du bist Landwirt, du weißt, wie man Ackerbau betreibt, deswegen, anstatt, weißt du auch gerade, der Zins sagt, zeigt gerade an, wie spekulativ etwas ist. Das ist das Gesetz des Finanzmarktes. Wenn er sagt so von wegen, du hast schon 10-mal Konkurs gemacht, dann wird dir keiner Geld geben. So, aber wenn du sagst, okay, ich habe hier und hier Projekte vorzuweisen, dann sagt er, okay, hey, ich bin bereit, dir Geld zu geben. Du hast einen Vorteil davon, er hat einen Vorteil davon. Okay, ich möchte gerne mal das Thema Zinsen definitiv aufgeben, weil es geht hier nicht um das Aufbewahren des alten Systems, was das zu uns bringt, dass dieser Planet einfach dabei sich selber zu zerstören und die Menschen sowieso. Es geht darum, dass man auch vielleicht kooperieren kann. Und wenn ich kooperiere mit jemandem, dann fällt diese Zinsgeschichte, weil ich denke, okay, vielleicht klappt es nicht, aber ich kooperiere mit dir. Aber das scheint nicht dein Fall zu sein. Du bist ein Individualist, du möchtest selber reich werden. Gut ist, werde reich. Ich hoffe, dass du von deiner Reichtum irgendwann was abgibst an tolle Projekte, aber du bist mir das sehr, sehr, sehr auf
in dem System, wo wir sind, habe ich gefunden, wie schlau ich sein kann, um reich zu werden. Gut ist. Aber es gibt auch andere Menschen, die probieren, Gemeinschaft zu gründen und gemeinsam was zu tun. Und das, was du vorschlägst, ist mir sehr, sehr individualistisch. Okay, Fakt ist, dass wir mit der Zeit bald zu Ende kommen sollen, weil ich sehe, dass wir über eine Stunde sind. Ah? Genau. Und ich möchte lieber nicht unbedingt Fragen im Saal stellen, weil es too much wird, sondern Fragen. Du hast etwas zu sagen, unbedingt. Ich wollte noch was dazu sagen. Bitte, ja. Ja. Also, wenn du dein System behalten möchtest, das geht ja, und du hast ja auch vorhin gesagt, du findest das sympathisch, wenn es komplementär etwas gibt. Und dennoch muss es so sein, dass es eine soziale Währung gibt, die tatsächlich dazu dient, dass wir eben erstmal alle leben dürfen. Und dann kann nebenbei, kann der Euro, so wie er ist, weiterlaufen. Alles kann weiterlaufen wie bisher, aber wir brauchen etwas, was die Menschen absichert und dass wir sagen können, okay, ich kann mein Leben auf jeden Fall leben und muss nicht Angst haben. Und wenn wir diese Angst genommen bekommen, sind wir wesentlich kreativer, dann können wir mitmachen beim Bitcoin oder sowas, dann haben wir mehr Zeit, hier teilzunehmen. Ich meine, das ist eine Friedensdemo, wo so wenig Leute da sind und das hat mit Sicherheit auch was mit dem Geldsystem zu tun. Wie viele von euch tun nicht wirklich das, was sie lieben? Wie viele von euch tun, was sie lieben? Und das würde mit einem Grundeinkommen, würde das auf jeden Fall jedem ermöglicht werden, aus der Angst rauszukommen und wieder in sein Potenzial. Ich habe eine Frage für euch alle, ein kleiner jeweils. Jetzt, was würdest du tun, wenn es gar kein Geld mehr existieren würde auf diesem Planet? Und gar kein Tausch. Das heißt, alles ist gesichert. Wir leben in einer gewissen Normalität miteinander sozusagen. Das heißt, wir brauchen diese Zählerei, diese Vergleich, und der ist besser und schlechter und der hat mehr gemacht, der muss mehr essen. Irgendwann wird er so dick, aber egal. Sowas geht gar nicht mehr. Das heißt, wir achten als Gemeinschaft, dass die Leute genug haben zum Essen, genug haben sich zu ernähren, genug haben ihre Klamotten auszusuchen und vielleicht irgendwelchen Ticks. Es gibt jemanden, der will 30 Paar Schuhe immer haben, kann er auch gerne haben. Wenn die Ressourcen das erlauben, warum denn auch nicht? Also, was würdest du konkret in so einer Welt tun, wo es gar kein Geld und gar keinen Tausch mehr gibt? Ja, ich mache eigentlich schon genau das, was ich machen möchte. Ich mache halt YouTube-Videos, wo ich die Menschen aufkläre über Politik, Gesellschaft und alternative Lebensmöglichkeiten. Also eigentlich, ich lebe schon genau das Leben, was ich wollte. Also ich würde in einem neuen Dorf wohnen wollen, nach Ralf-Otterpol. Wenn ich mir über nichts Sorgen machen würde, dann würde ich wahrscheinlich philosophieren, mich mit gesunder Ernährung, gesunder Medizin, gesunder Geisteshaltung und insgesamt einer intellektuellen Weiterentwicklung beschäftigen wollen. Ich würde dann leider wahrscheinlich nicht hier sitzen, weil zu Hause wartet die Familie. Aber ansonsten würde ich auch weiterhin meinen YouTube-Kanal betreuen oder eben einen anderen Videokanal, je nachdem. Und mehr Zeit haben für meine Umgebung, das wäre tatsächlich so. Okay, ich bedanke mich bei euch vier. Wir machen jetzt einen gleitenden Übergang in der Bärensuppe. Die Bärensuppe kocht im Bus seit jetzt einer Stunde. Ich gehe davon aus, dass sie soweit ist. Wenn Mercedes und Ben und ein starker Mann oder zwei starke Männer helfen könnten, im Bus diese Suppe zu holen, wäre super. Ich möchte euch gerade mal was erzählen über diese Bärensuppe. Warum gibt das denn überhaupt diese Idee? Die Bärensuppe ist ein Symbol der geldlosen Gesellschaft. Es geht darum, dass die Suppe schmeckt und dass es genug für alle gibt. Und auch heute, obwohl die Werbung sehr dünn war und wir nicht so viele sind, haben wir schon wieder zu viel Suppe. Das heißt, wir konnten auch alle möglichen Leute ernähren. Das heißt, auch wenn ihr nichts gebracht habt, ihr seid natürlich eingeladen, in der Suppe was zu haben. Also der Kunstobjekt ist für alle greifbar und zu essen. Also zwei starke Männer sollen zum Bus gehen und sich darum kümmern, dass die Suppe hierher kommt. Dann werden wir die einschenken, die Brote können sie anfangen zu schneiden. Die sind da auf diesem Tisch, damit wir alle ein bisschen Brot haben. Und vielen, vielen Dank an alle, die diese Brot und Gemüse und alles Mögliche gebracht haben. Wir hoffen, dass die Suppe schmeckt. Normalerweise haben wir mehr Einfluss darüber, aber diesmal ist es ein bisschen anders, weil der Strom zu stark war von dem Topf. Deswegen ist es im Bus. Also es geht darum, diese Suppe, es geht darum, dass wir tragen bei, was wir gerade können.
manche haben einen Garten und gerade irgendwelche Gemüse, manche haben keinen Garten, die leben in der Stadt, manche haben Geld und haben doch Gemüse gekauft, manche haben gar nichts, es ist egal. Wir tun in dem Topf, was wir können. Wir achten darauf, die Suppe braucht noch 10 Minuten? Okay. Wir achten darauf, dass die Suppe schmeckt. Und es geht also vor allem darum, dass man nicht in die Suppe spuckt. Und dass wir uns darüber freuen, dass sie kommt. Okay. Danke dir, Bilbo. Herzlichen Dank auch für dein Projekt. Danke an euch alle. Die Suppe braucht noch 10 Minuten, habe ich gehört. Das heißt 10 Minuten, um Brot zu schneiden. Und dann können wir das alle zusammen genießen. Dankeschön an euch alle. Tschüss. Danke, Bilbo.